Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit einem Überraschungspaket aus England von einem Junkfood-Guru-Zuschauer, der sich dafür extra einen Instagram-Account gemacht hat. Das finde ich super, super lieb. Und ich habe jetzt auch gewartet mit dem Öffnen des Paketes. Das ist schon vor 2 Wochen angekommen, aber ich hatte die Nachricht auf Instagram irgendwie verlegt und verloren. Dann wurde ich nochmal gefragt, ob ist das Paket schon angekommen, und da habe ich ihn wiedergefunden. Und deswegen kann ich jetzt das Paket mit euch testen, weil ich will kein Paket testen, wenn ich nicht weiß, von wem es ist. Und ich weiß ja auch nicht, ob eine Karte drin ist oder nicht. Ich habe das Paket erstmal nur angeschnitten, weil es mir super wichtig ist, dass ich das gleich mit euch zum ersten Mal gemeinsam auspacke. Es soll doch eine Überraschung für alle werden. Deswegen konnte ich das Paket noch nicht auspacken. Ich kann ja nicht danach tricklich sagen, das Paket war übrigens von dem und dem. Und jetzt weiß ich, kenne ich die Geschichte dieses Paketes auf Instagram von einem Junkfood-Guru-Zuschauer. Ich bin gespannt, ob er genannt werden möchte oder lieber anonym. Das will ich jetzt erfahren, wenn ich eine Karte drin finde. Und was ich hier jetzt gerade sehe, das finde ich schon mal richtig, richtig süß. Oh mein Gott, das ist mit so viel Liebe hier gemacht. Das freut mich total. Thank you very much for this awesome package. I'm really... Oh mein Gott, das ist so neat, das ist so nice, and it's really, it is going, nein, vielleicht kannst du auch Deutsch. Es ist sehr emotional, ich finde es ganz, ganz toll. McCoy's, die kenne ich, oh mein Gott, und in der Sorte Salt and Malt Vinegar. McCoy's kenne ich, richtig geile Chips, Salt and Vinegar und Malzessig. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, ich freue mich so mega drauf, ehrlich. Das ist richtig, richtig cool. Dann habe ich hier, und auf Deutsch. Cool, da muss ich gar nicht zweisprachig werden. Lieber Guru, zuerst möchte ich mich für mein schlechtes Deutsch entschuldigen. No, your German is perfect. Thank you. Ich möchte dir nur sagen, wie sehr ich deine Videos liebe. Du machst mich so glücklich, obwohl ich verstehe nur ein bisschen. Ich komme aus Schottland. Schottland, I love Scotland. Yeah. Und habe wohl mit, du hast keine viele Fehler gemacht. Das ist richtig toll. Vielen lieben Dank, Kerry. Thank you very much, Kerry from Scotland. I'm so pleased for this package. So nice, really. You really make me happy. You make my day today. So many great things. Nee, so viel tolles Zeug. Ich freue mich so riesig. Ehrlich, und vor allen Dingen, die Chips aus. So great. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Adopt a Unicorn. Was ist das denn Geiles? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist total süß. Oh mein Gott. Yes. And I will adopt him, of course. So nice. Oh, so much Candy Rebels. Oh mein Gott, wie cool ist das? Das sind so Schokolinsen, ihr Lieben. Ich muss mal gucken, dass ich hier nicht in 2 Sprachen umherkomme. Aber ich bin total berührt. Dann habe ich hier Terry's Chocolate Orange. Es ist, wow. Quality Street. Wer kennt sie nicht, die Marke? Total süß. Aber hier in einer anderen Verpackung und mit leckeren Strawberry Delight Orange. Chocolate, the Green Triangle, Coconut erklärt. Wie spannend, ihr Lieben, wenn ihr hier Produkte habt, die ihr ganz besonders spannend findet, dann schreibt mal in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall gleich hier noch direkt was testen hier im Video. Das muss einfach sein. Oh mein Gott, Cadbury Schoko Sandwich. Was für geile Cookies. Die muss ich auch mal gleich probieren. Die könnten so ein bisschen sein wie unsere Milka Cookies vielleicht. Weiter geht's mit Dip and Dab. Sauer. Das muss ich mir aufbewahren für Christoph, oder? Alles, was sauer ist, für die Challenge aufbewahrt. Das ist so mein Lebensmotto. Life, be happy. Das ist so auf den Punkt gebracht und das freut mich so. Wow. Das ist Schokolade. Schokolade macht auch einfach glücklich, ihr Lieben. Weiter geht's mit, Liebesherzen. Wie süß ist das denn? Das ist echt so riesig. Und, oh yes, eine meiner Lieblingschipsmarken, auch aus England. Thank you very much again. I'm so in love with salt and vinegar. Ich liebe Salz und Essig. Ihr wisst es, jetzt habe ich die von den beiden Originalmarken. Ich muss mal gleich beide verköstigen. Ich werde gleich heute Chips aufmachen. Ich kann nicht anders. Und Galaxy Schokolade hier, ganz leckere. In der Sorte, oh mein Gott, Salted Caramel. Meine Güte, dein Deutsch muss perfekt sein. Du weißt genau, was ich mag. Es ist total cool. International. Und das ist so cool. Was ist das denn Spannendes? Guck mal, Dairy Milk Treasures. Das muss ich mal aufmachen, oder? Wir wollen doch wissen, was hier drin ist. Ja, das mache ich mal direkt auf. Dann gucken wir mal. Das ist so ein bisschen wie Kinder Joy. Das heißt, wir haben hier eine Überraschungssüßigkeit drin. Powered von Frido, dem Cadbury-Frosch. Und hier ist
Wahrscheinlich ist hier auch nochmal eine Süßigkeit. Ist hier Süßes drin oder Schokolade? Ach, wie geil. Hier sind so Schokoladendinger drin. Das ist ja süß. Cool. Mmh. Butternut. Wie süß ist das denn? Ein Schokoladenschatz. So, wir machen weiter mit Rainbow Bells von, wie spricht sich das eigentlich aus? How do you spell it? Asta. Da muss ich unbedingt mal hin. Der Shop Asta scheint richtig cool zu sein. Muss richtig cool sein. Und Regenbogenschnüre. Geil. So, oh mein Gott. Und hier eine süße kleine Tasche. Was ist da drin? Das wird jetzt spannend. Oh mein Gott. This looks really awesome. Schaut euch das mal an hier. So richtig schöner Fudge ist das, oder? Karamell. Wie unsere Karamell-Bonbons oder Bömse oder Klöntjes oder wie nennt man das? So richtig geiler Karamell zum direkt reinbeißen. Ich liebe es. Geil. Diese süße Tasche hier. Wie niedlich ist das denn? Und weiter geht's mit, ja, Curly Wurly aus der Heimat kennt ihr auch. Und wow, die sehen ja süß aus. Coconut Marshmallow Flavored, Coconut Covered Marshmallows. Wie cool sehen die denn aus? Schaut mal. Abgefahren. Ein riesengroßes, geiles Paket. Es hat mich so mega gefreut, ehrlich. Ich habe gesagt, jetzt werden nochmal die Chips hier gegessen, ne? Ja. Ich öffne mal eine Tüte von den McCoys. Boah, machen jetzt Salz und Essig Deluxe hier. Und geil. Oh, ich liebe diese dicken, geriffelten Chips, die haben auch was. Mmh. Richtig, richtig geil. Salt and Vinegar, auch so geriffelt. Liebe ich, auch von der Marke hier. 10 Punkte, richtig geil. Ich mag dieses Kribbeln auf der Zunge so. Und jetzt nochmal der Klassiker. Finde ich beide geil. Man muss halt, die geriffelten finde ich super. Hängt ja vom Geschmack ab, ob man gerade mehr Bock hat auf dünne Chips oder geriffelte Chips. Ich mag beide. Manchmal habe ich mehr Bock auf geriffelte, dicke. Aber auch die dünnen finde ich richtig lecker. Und da kommen wieder die Walkers ins Spiel. Und das ist meine Einstiegsdroge gewesen. Damals in England. Vor 20 Jahren. Nee. Vor 25 Jahren. Oh Gott. Mmh. Wie lecker ist das denn? So dankbar. Soll ich noch was testen? Ja. Den Keks könnte ich vielleicht testen. Oder? Komm. Wir machen jetzt mal diese Marshmallow-Geschichte mit Kokosnuss auf. Das kennen wir vielleicht noch nicht. Aber ich kenne es noch gar nicht. Bin sehr gespannt, wie es schmeckt. So. Oh Gott, das sieht schon mal so süß aus. Von Tunlox. Ist auch eine ganz klassische Marke. Die kenne ich sogar. Wow. Das sieht echt lecker aus. Marshmallow. Kokosnuss. Oh. Krümmelt hier alles voll. Gut, dass ich gerade nicht auf meiner Couch zu Hause sitze. Aber ich räume gleich trotzdem auf. Riecht geil nach Kokos. Oh mein Gott. Das ist so fluffig. Boah. Hätte ich nicht gedacht. Das ist so zart, so fluffig, als wenn man in eine Wolke beißt. In eine süße Wolke. Ist noch weicher und fluffiger als unsere Schokoküsse, der Inhalt. Das ist Wahnsinn. Mmh. Awesome. Richtig geil. Kokosnussliebhaber. Ich muss denen hier einfach eine 10 geben. Das ist so weich, so zart, das zerfällt fast. Das ist total geil. 10 Punkte für den Kokosnussliebhaber in uns. Wirklich sehr lecker. 20 Punkte für dieses geile Paket.
Vielen, vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße nach Schottland. Best wishes go to Scotland. Thank you very much und euch wünsche ich einen super schönen Tag, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.